Hallihallöchen Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Tag hier im Adventskalender. Und heute gibt es wieder etwas ganz Besonderes, ein ganz besonderes Video, wie alle anderen Videos, die ja schon vorher gekommen sind. Heute ist es nämlich etwas, oh Leute, das wird sehr spannend. Es wird ein Rematch mehr oder weniger sein. Mit einem, ja ich sag mal, mit einem Kerl, mit einem Typen, mit einem Männchen, den ich wirklich aufs Niederste verprügelt habe, den ich zerstört hatte bei unserem letzten Tag. Und er meinte so, ja weißt du was, ich kann das nicht auf mich sitzen lassen, da brauchen wir ein Rematch. Ich begrüße dich, Blocky. Hallihallo, mein Schätzchen. Bruder, ich wollte gerade richtig... Hallo. Schwester? Ja. Ich wollte gerade richtig glücklich so, ho, 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 ich bin der Weihnachtsmann. Aber du hast mir die Stimmung jetzt kräftig versaut, muss ich sagen. Du hast es ja einfach... Nee. Sorry, aber es gehört auch mit dazu, dass die Leute, die auf die schwarze Liste kommen beim Weihnachtsmann, dann auch wirklich, ne, das auch zu spüren die bekommen. Die gute daher, Blacklist vom Weihnachtsmann, man kennt. Die gute Blacklist, ja. Ja. Du bekommst Kohle geschenkt zu Weihnachten, mein Freund. Krampus kommt, glaub mir. Okay, Ansage, okay. Das habe ich mir jetzt mal so einfach mal hier entschieden. Aber es ist heute ganz wichtig zu zählen. Du kannst ja ruhig erzählen, was machen wir denn heute? Oh, wir machen heute, was ist denn das? Alter, hier? Wir machen heute was richtig Krasses. Und zwar gibt es dieses super freshe Tier. Und zwar das ZU-Tier, ZU. Und das ist ziemlich underrated, das heißt es nämlich. Und ja. Ziemlich underrated ist sogar, glaube ich, ein Understatement. Da sind halt so die Pokémon dabei, die du sonst ja eigentlich, naja, eigentlich nie benutzt und gar nicht siehst, weil die halt absolut scheiße sind. Richtig. Es gibt sogar Pokémon, die sind sogar noch zu schlecht für das ZU-Tier. Das ist Ninja-Tom. Aber, was? Was? Ja, hast du jetzt gerade ein Team-Pokémon von mir vorweggenommen oder also, was? Ja. Ja, also wir werden, oh, jetzt weiß ich Bescheid. Wir werden heute nämlich ein Pokémon-ZU-Tier-Kampf, Döns. Wir werden auch im ZU-Tier gegeneinander kämpfen. Das ist absolut korrekt. Das ist das Special heute. Ja, genau richtig. Und ich würde sagen, wir sehen uns eigentlich gleich schon direkt im Kampf wieder, oder? Oder willst du noch irgendwas sagen? Willst du mich noch irgendwie fertig machen von dem Kampf? Ich grüße meine Omi und meine Mami. Vielen Dank für die tollen Geschenke zu Weihnachten. Ja, danke auch schon an meine Familie. Ohne euch wäre ich nicht hier, wo ich jetzt bin. Und ohne euch würde ich jetzt nicht den Blocky gleich besiegen im Kampf. Jetzt sind wir hier, Teamauswahl, wie man sehen kann. Niemand hat gecheatet. Zumindest sieht das danach aus, als sind alle Pokémon wirklich auch in dem Tier, wo sie hingehören. Auf jeden Fall. Natalie gegen Blocky, das Rematch. Jetzt wird's richtig spannend, meine Damen und Herren. Bruder, da muss ich dringend los. Mit was liebst du? Nee, pass mal auf. Nee, hör mir mal zu, Freundchen, ja? Ich sehe schon direkt bei dir einen Bisofunk, okay? Ja. Wenn du mich triggern willst. Ich finde, das ist ja... Ach komm, ey. Ach, du fühlst dich davon getriggert? Das ist interessant. Ja, natürlich, weil ich bin... Weiß nicht, ob du das schon weißt, aber ich bin halt Tauros-Fanboy. Ah, und du setzt dir auf einmal so ein Afro-Tauros aufs Feld, oder was? Ja, dazu kann ich noch eine Geschichte erzählen gleich. Ja, natürlich, erzähl ruhig. Plaudere aus dem Nähkästchen. Ja, ich plaudere aus dem Nähkästchen. Und zwar bin ich auch große Tauros-Anhänger. Und ne, ich echt? Finde, Bisofunk ist der schwule Onkel von Tauros. Ey, wo bist du die ganzen Jahre gewesen? Du bist ja der Allerbeste, den ich jemals hätte kennenlernen können. Was geht denn bei dir? Ja, natürlich. Also natürlich. Ich sag mal ja, so. Ja, jetzt. Ich meine, ich hatte ja schon diese Andeutung gehabt, dass du der Allerbeste bist, den ich jemals hätte in meinem Leben treffen können oder so. Aber jetzt weiß ich's ja. Oh, ja. Es geht los. Bist du nervös, Junge? Nee, eigentlich. Eigentlich habe ich seelisch und moralisch schon gewonnen. Okay, sag ich mal. Freundchen, jetzt nimm mal Ansage, hier nicht deine Fresse zu voll. Ansage. Wir werden ja sehen, worauf es jetzt gleich hier... Ja, komm mal her hier. Ich hab all meine Lieblings-Pokémon eingepackt, die es in dem Tier gibt, außer Naseweiß, schöner Name für so ein Furnifraß. So, Sandama ist jetzt, das ist nicht Sandama, ist dir aufgefallen? Aber ich bin nicht so mit Namen. Ich wusste, dass du mit Elektroball liebst, weil der kann Verhöhner, oder? Der kann Verhöhner. Sag mal, würdest du wohl jetzt hier nicht anfangen, dir zu denken, was kann, oder? Ich sag mal so, Alter. Da muss ich aber ganz dringend los. Ja. Ja, das ist jetzt natürlich... Ja, also, was willst du denn da machen, Alter? Ja, ich kann gar nichts machen eigentlich. Ich drück dir jetzt den Birnen in die Fresse und RIP. Dann nützt du deine Explosion gar nichts mehr. Oder die hilft mir ja wirklich nicht. Das ist ja das große Problem. Ja, eben. Ach, weißt du was? Boah, pass mal auf, Bruder. Bist du überhaupt bereit dafür, was jetzt kommen wird? Reflektor! Ja, jetzt, meine. Jetzt reden wir erst die Takte hier. Jetzt reden wir. Ja, was kommt jetzt von dir? Ja, Gigasauger! Wie süß! Guck dir das mal an. Der macht aber nicht sehr viel Schaden, sag ich mal. Du hast mich. Nee, du hast mich gestreichelt. Ja, ja doch. Kann man, das, das,
Du hast so ganz kurz, hast du so deinen kleinen Finger so ein bisschen ganz nach unten zwischen die Schenkel bei mir bewegt. Mehr hast du nicht gemacht. Du hast ja gesagt, du nimmst gerade nackt auf. Deswegen ja. Ja, natürlich nehme ich ja, nackt auf. Ich, ja. Ich nehme das sogar mit Facecam auf. Ich überleg's aber noch, ob ich das überhaupt auf YouTube ausstrahle. Ja? Okay. Wird man dann ja sehen, ob man mich nackt sieht auf YouTube oder auch ja, nicht. Ja, da, ne? Doch, das finde ich schon. Da muss ich schon sagen. Ja, ich kann das ja für dich. Pass auf. Ich lade das privat für dich nochmal hoch, ja? Oh, dass du das, ja, da, ja. Aber da bin ich dabei. Ja, das dachte ich mir. Und auch für die Zuschauer, ne? Falls ihr irgendwie der privaten Show oder sowas beitreten wollt, müsst ihr genauso wie Blocky mir einfach 30 Euro bezahlen nach der Aufnahme. Gar kein Problem. Licht, also jetzt hört's aber auf. Jetzt geht's los, jetzt, ne? Jetzt hört's aber auch jetzt mal auf, Mensch. Geht's ach, Flamm, ach, das ist ja süß. Passen auf. Ja, guck mal, wie viel Schaden das jetzt macht. Ja, guck mal. Alter, macht so viel wie der Gigasauger eben. Absolut. Das ist ja schon fast eine Frägheit, ist das hier. Furnifraß, was ist da los, Alter? Furnifraß, weißt du, so ein Pokémon kannst du auch in die Tonne kloppen. Ich meine, das Pokémon sieht cool hallo, aus. Hallo, hallo, stopp. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's aber. Oh, was kommt denn jetzt? Ein Stein? Der Stein. Oh, nee. Nicht ein Stein, nicht ein Stein. Der Stein, das ist wichtig. Ist das jetzt... Warte mal, ich kenne dein Team jetzt gerade gar nicht mehr so richtig aus dem Kopf. Ich habe jetzt gerade ein Funifraß und dieses komische Rokara da im Kopf. Hast du vielleicht zufällig ein Trick Room Team? Nee. Nee. Ich denke nicht, Alter. Ja, da kannst du ja hier aber. Ja, vielleicht ja doch. Vielleicht ja doch. Nee, es ist wirklich uncool, wenn du das jetzt hast. Oh, Mann, wir hätten beide Botogel mitnehmen sollen, so fürs Weihnachtsfeeling eigentlich. Ach, damn. Oh, stimmt, warum haben wir nicht Botogel? Damn. Toll, Aufnahme beenden. Abbruch. Abbruch. Ach, was mache ich denn jetzt gegen das Teil, das ey? Weiß ich doch auch nicht. Du hast doch Sandama, schick das doch einfach rein und drück das Erdbeben, Mensch. Oh. Mein Sch. Ja, weißt du was? Weißt du was? Bist du, okay, wenn du so mit mir reden willst, ja? Dann machen wir das so. Ich bin so unbereit. Unfassbar. Pass auf, du willst das also haben, dann kriegst du es auch. Ja, pass auf. Okay. Bitteschön. Ja, Kadabra! Und dann kommt auf einmal Sandama aus. Kadabra, was stimmt mit dir nicht? Ja, sorry, aber ne, ich kann mich halt nicht entscheiden, welche Pokémon ich nutzen will und welche halt nicht. Ja, okay? Aber... Nee. Weißt du was? Nee. Weißt du was? Guck mal, was jetzt kommt. Nee, pass auf, nee. Duck dich. Ja. Duck dich am besten. Jetzt wird's gefährlich. Ho! Krass. Ho! Siehst du? Absolut. Ich meine doch, jetzt wird's gefährlich. Jetzt kommt wahrscheinlich Trick Room oder sowas, was ich nicht kenne. Nee. Ah! Tarnstellen, damit habe ich gerechnet. Ja? Alle Formeln bin ich durch den Kopf gegangen. Alle Formeln bis. Ah, aber jetzt, da bin ich mir ganz sicher. Okay. Ja, ja aber ich hab noch Überraschungen im Petto. Pass mal auf. Ich weiß auch, was du im Petto hast. Nee. Weißt du nicht? Doch. Nee, weißt du nicht. Doch. Nee. Mm-mm. Ich weiß, was jetzt gleich kommt. Nee, weißt du, kannst du gar nicht wissen. Woher willst du das wissen? Hm? Ja, wenn du nur wüsstest. Ja, na eben. So, guck mal, was jetzt kommt. Ja, guck mal, jetzt switchst du wahrscheinlich auch, oder was? Nee. Schlurbleck? Kennst du das Teil? Alter, das ist ja so crazy. Toxin ist ein bisschen uncool. Gebe ich zu. Jetzt friss mal meinen Toxin, Alter. Toxin ist ein bisschen uncool, ehrlich gesagt. Nee, fand ich jetzt gar nicht cool. Pass mal auf, ich mache jetzt die 200 IQ Blaze. Willst du mich eigentlich verwirren mit den Namen oder was ist los? Pass auf, ich switche jetzt auf meinen Plubella und dann geht's feuerfrei hier, Alter. Ist überhaupt keine Frage. Ja, wirst du ja eh nicht tun. Ist überhaupt keine Frage. Mach ich jetzt. Ach Mann, das ist doch jetzt schon wieder richtig blöd gelaufen. Ist wirklich so. Weißt du, das kommt nur, weil du auf einmal meinst, hier einen auf dicken Macker zu machen, um mir deine Klöten vorzuzeigen. Macker. So. Macker mache ich, ja. Ist wahr. Du machst jetzt hier richtig den Macker. Macker ist auch so ein Wort einfach. Dann mach mal den Macker hier, Alter. Ey, mach jetzt hier erstmal kurz den Macker, ja? Ja. Bämmchen schmieren. So. Wie ist das? Na, switch jetzt zu deinem Bluebella, komm. Ja, mach ich. Ach, als ob du es jetzt wirklich machst. Nee. Chipkiller? Ja. Ja, guck mal, Beulenhelm oder was? Ausbruch, Bruder! Da muss ich aber dringend los! Will er sich ja, da muss ich aber auch dringend los! Er ist jetzt richtig uncool, ey! Okay, pass auf. Als ob du. Ja? Als ob ich. Mir irgendwas kannst mit deinem Schlohkraut, Alter! Geil! Ist absolut korrekt, ich kann wirklich gar nichts. Ja. Was ist denn da jetzt das Allerbeste, was man da machen kann? Das weiß ich ja auch nicht. Du hast doch schon wieder irgendeinen diabolischen Plan, die jetzt wieder. Ich hab denn wirklich, also ich hab, also wenn ich was habe, dann diabolische Pläne, absolut. Wie heißt denn das Teil eigentlich nochmal auf Englisch? Weißt du das noch? Nee, ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht. Chipkiller.
Ach, das ist du kannst jetzt hier nicht kalken, das gehört nicht zum Plan, zum Vereinbarten. Nee, mach ich ja auch nicht. Alles gut, mach ich auch nicht. Da kommt die Gage direkt wieder in meine Tasche, wenn es so weitergeht, ja, Alter. Die kannst du auch meinetwegen in deine Tasche ziehen. Ja, aber pass auf, guck mal. Ja, okay, okay. Pass auf. Es passiert nichts. Es passiert nichts. Irgendwie lädt's noch, ich weiß nicht, deine Verbindung bricht gleich. Nochmal Hausbruch. Ja, ich hab da so eine Idee, musst du wissen. I have a dream, sagt man da so schön. Absolut krank. Absolut krank. Ja, Lawine, Schlawine, sag ich da immer. Ja, ja. Kummer! Sag ich auch immer. Kummer. Macht gar nichts. Kummer, sagt er. Einfach Kummer. Okay. Sagt er, guck mal. Ja, ist aber absolut kein Problem, oder? Also, wenn du jetzt, mein Liebster, wenn du jetzt den Beulenhelm hast, ja, dann well played, sag ist ich ja dir. Wirklich absolut well kein Problem für mich. Kaskade setzt da ein. Kaskade! Ja, wie kann das sein, dass der Move eigentlich... Das macht ja gar nichts, Alter! Wie kann das sein, dass der Move eigentlich schon vor... Beulenhelm! Ich liebe es! Viel ach komm! Werf Ala, bist du einfach mal weg. Das brauche ich doch gar nicht, das Pokémon. Ja, das brauche ich gar nicht. Ist richtig. Guck mal jetzt. So, tschüss. Tschüss. Brauche ich tschüss, gar nicht, das Pokémon. Du kleines, hässliches ja. Ding. Ey, ach, der Reflektor war noch auf. Oh! I see! Ach, das! Da spiele ich jetzt extra Wahlband auf dem Chip. Guck mal, was ich jetzt mache. Sandama. Das ist aber gar nicht Sandama, sag mal. Das ist nicht Sandama, korrekt. Pass mal auf, weil jetzt habe ich nämlich schon wieder direkt I have a dream und so. Du hast einen Dream. Denn, ja. Ich sehe schon wieder bei dir, jetzt nämlich mit Lawine, dann KO'st du. Ja? Nee. Pass auf. Mm-mm. Doch, klar. Guck dir mal deinen Chipkiller an. Guck mal dein Titanic-Fresser ja, an. Ja, der ist krass. Ha! Zurückrufen. Wie ich damit gerechnet habe. Policy. Bella. Ha, warum es wohl Policy heißt. Das verstehe ich auch überhaupt nicht. Aber, pass auf, mein Freund, ja. Darauf habe ich mich natürlich bestens vorbereitet. Hast du das? Habe ich tatsächlich, ja. Ich weiß nämlich, was das Rubella-Viech so machen kann mit Weakness Policy. Okay. Bin ich natürlich kein Fan von. Das stimmt. Ja. Er setzt wirklich mal den gucken. Verhöhner ein, ich glaube das. Ja, jetzt sag mir bitte, das war genau das Richtige jetzt. Fällst du da rein? Ja, guck. Oh, wie süß. Ach, das ist ja schon. Ist das schon irgendwie wie kleinen Kindern den Lutscher klauen? Ich weiß ja nicht. Ja, doch, ist schon. Ist schon so. Ist schon nee, aber pass nur, mal ne? auf, Kollege. Ja, nee, da musst du nochmal schnell raus. Da muss ich aber ganz dringend los. Da muss ich ganz dringend los. Alter. Lichtschild. Okay. Ja, jetzt kommt nochmal der Lichtschild. So, da denkst du echt, du bist der Macker, ne? Mit deinem Lichtschild und deinem Reflektor. Hast du jetzt ja auch verstanden, wa? Dass ich das bin. Ja, jetzt hab ich's endlich verstanden. Endlich. So ein Stein. Was kann denn so ein Stein? Ja, was kann so ein Stein eigentlich? Hier will ich nicht bleiben. Weißt du? Aber bei Elektro... Nee. Das ist immer ganz cool, wenn man so miteinander quatscht, während man hier so played oder sowas. Dann kannst du hier nicht sitzen und sagen so, ah, jetzt sollte ich vielleicht das machen und... Ha, guck mal, wie ich das... Das ist ja schon süß. Das ist ja... Also ich muss weg. Ach, super. Ja. Ist ja. Aber auch wirklich jetzt blöd von frech, dir. Ne? Blöd ja. Ist das. Mensch. Oh, zurückrufen. Ja, jetzt. Was willst du jetzt reinschicken? Ja, Policy. Das ist doch. Ja. Das sind Plays, mein Liebster, ja? Damit rechnet man. Nein, der Voltwechsel ist in Ordnung. Pass mal auf. Pass mal auf jetzt. Worauf? Ja, ich flex dich jetzt. Jetzt bist du mit deinem Verhöhner weg, Alter. RIP. Ja, das stimmt. RIP. Ehrlich gesagt gar nicht so klasse. Stimmt, ja. Aber suhl dich jetzt nicht in den Lorbeeren oder so. Ich suhle mich in meinem eigenen Kot, wann ich das will. Pass mal auf. Guck mal, was jetzt kommt. Bist du? Guck mal. Ey, das ist, kann gar nicht Alabis sein. Guck mal. Ey, ich verstehe das nicht. Wie macht der Junge das? Wie krass. Guck mal. Ist nicht. Guck mal jetzt. Ja. Guck mal. Guck doch jetzt mal. Mensch. Ja, was mache ich denn da jetzt dagegen? Ach, scheiß doch der Hund drauf. Ganz ehrlich. Hier. Finde ich geil. Du rufst es zurück. Du bitte. Trottel. Bitte. Du nein, Trottel. Sag mir nicht. Ach, halt dein Maul. Als nein. Ob du es zurückrufst. Nein. Scheiße. Ist ja unfassbar. Oh, hätte ich attackiert. Nee, jetzt können wir den Kampf auch wieder abbrechen. Nee, jetzt ist es vorbei, Bruder. Ah, jetzt ist wirklich ein ja, ganz das Problem, was ich sehe, ist einfach, das ist ein Problem, was ich sehe.
Er ruft es. Oh, das ist wirklich ein Problem. Ja, jetzt, was soll ich denn machen mit Kadabra attackieren, wenn du auf plus 1 stehst oder was? Hältst du mich für ganz dumm? Ja. Muss ich in der Anstalt laut dir oder was? Psychoschock halt, Alter! Ja, Psychoschock brauche ich gar nicht einsetzen, weil ich weiß, dass das keinen Schaden macht. Ich habe nicht gekalkt, aber ich weiß es. Okay. Das ist eine Ansage. Oh, live? Oh! Oh! Hey! Hey! So, jetzt wird aber attackiert, mein Freund. Jetzt wird attackiert. Ja, da, also jetzt kommt sowieso erstmal Schutzschild und langweilig. Was willst du da machen, Alter? Ganz ehrlich. Schwerturns! Ja. Okay. Ja! Okay. So, jetzt sprechen wir mal Töne hier. Ja, jetzt, machen wir Matsch, das. Matsch, Bombe, Matsch. Ja, guck mal, wie viel Schaden das macht. Siehst du das? Gar nichts. Guck mal. Ah, Reflektor aufzuwirken. Finde ich uncool. Nee, finde ich gut. Nimm ich nicht. Finde ich gut. Nee, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen. Hä, aber warum? Boah. Pass auf, guck mal. Hä, warum? Oh, Junge. Warum? Boah, bist du bereit für das, was jetzt kommt? Hä, wie talkst ich glaube du nicht. Mit mir? Wie talkst du mit mir? Ich talke mit dir so, wie ich mit allen Leuten rede. Ist ja? Das so, von ja? Von oben herab. Flammenblitz, damit bringst du dich ja selbst um, du Troll. Ist okay, weil dann ist das Blubella nämlich weg. Weißt du? Das, dieses Drecksviech. Ach, hast du Angst vor Blubella, ja? Ich habe wirklich Angst vor diesem Blumenteil gehabt, ja? Ist so. Okay. Zwei Pokémon sind bei mir da. Es sieht nicht gut aus, aber glaub mir, es ist noch nichts verloren. Ist du meinst, du hast schon den Sieg irgendwie in deinem. Natürlich habe ich den Sieg in der Tasche. Guck mal, wie der hier redet, Alter. Er redet hier, als wäre er, keine Ahnung, Alter, der König von sonst was. Alter, guck auf meinen YouTube-Kanal, vergleich die Abos und dann weißt du, wer den längeren Penis hat, Alter. Dann weißt klar, du dann, einfach Bescheid. Weiß ich mit welcher Art von Person ich hier zu tun habe. Yeah. Zerbug, weißt du? Sandame, Alter! Okay. Ja, Sandame! Ja, was ist das denn jetzt hier? Choice Scarf oder was kommt jetzt hier? Wie talkst du mit mir, sag mal? Ja, deine Sprüche, das ist so, als hättest du einfach nur einen einzigen, keine Ahnung, Filter oder sowas, den du durchsetzen, sagst du jedes Mal nur dasselbe. Das ist die Angst, die aus dir rauskommt. Das ist die Angst, die mit dir aus dir kommt. Sag mal, sehr gut. Hagit! Was ist denn los? Nee, Hageln, ich habe kein Hagelsturmteam. Hätte ich auch machen können. Aber jo, ich stimmt eigentlich. Nahkampf. Ja, Hagelsturmteam hätte man wirklich mal machen. Ja, okay. Elektroball hat seinen Job schon ganz gut gemacht. Nee, Elektroball war kacke. Ja, hast recht. Eigentlich war der wirklich kacke. Finalschlag. Yo, als ob er die OP-Stretch spielt. Ja, ey, ich habe mich hier darauf vorbereitet. Finalschlag ist gebannt. Hochmut kommt vor dem Fall, mein Freund. Hochmut kommt vor dem verdammten Fall. Da ist dein Lichtschild weg. Was sagst du denn jetzt, hm? Das brauche ich gar nicht. Freie Bahn für... warte, freie Bahn für wen? Scheiße. Also, ich meine natürlich freie Bahn natürlich für... Ja. Hast du recht? Ja. Hast du gut erkannt, ja. So. So, was willst du jetzt machen gegen mich? Ich weiß gar nicht, bist du Choice gab? Ja, das weiß niemand. Aber dein Reflektor nützt dir gar nichts, weil ich auf plus 1 bin, Bruder. Naja. Soll ich es riskieren? Soll ich mal gucken, ob du auf Choice gab? Ja, ich weiß ja nicht, ob du es riskieren willst. Ist ja auch egal. Da kommt Elektroball. Endlich kommt Elektroball. Ach Mensch. Ja. Endlich kommt Elektroball. Ich weiß auch, wieso du sagst, endlich kommt das Pokémon. Weil ich nämlich ganz genau weiß, was hier jetzt deine Plays sein werden. Ach, gar nichts. Ich sehe nämlich, du wirst nämlich jetzt ganz einfach rausswitchen in deinen komischen Titanic-Destroyer. Ich kann dir aber sagen, damit rechne ich. Okay. Absolut krass. Da gehst du sowieso nicht rein, aber... Du bist einfach viel zu gut für mich, Tom. Viel zu weiß gut. Ich. Ja. Sagen mir viele. Ja. Sag ich nicht zum ersten Mal. Okay. Was machen wir denn? Doch, komm. Ja, komm, Alter. Da hat man ein bisschen Eier. Ja, ne. Ach, komm schon. Eier, sagte. Hey! Ach, du riechst doch nach Gülle. Psychoschock. Ja, ich dachte mir schön, du gehst jetzt schön, weißt du, in irgendein so anderes Pokémon, was ich schön abfange. Wobei, warte, der Schaden ist geil. Wie viel Schaden das macht einfach. Ja, ne? Da muss ich aber dringend los. So Kadabra ist da musst schon... Da musst du wohl rausgehen, glaube ich, oder? In dein Titanic, glaube ich, oder? Hier dein, also nicht dein Titanic, deinen komischen Chip-Destroyer. Kadabra ist schon OP, Alter. Der ist schon OP. OP würde ich ihn jetzt nicht bezeichnen, doch, weil er ist ein OP. Der ist schon OP. Ah, oh, schön. Schön. Okay. Komm, Junge. Mach it real. Oh! Da hat er es hinter sich. Mit Auge habe ich gespielt. Mit Auge. Hast du gesehen? Mit Auge. Habe ich mit Auge gespielt. Okay. Hab ich genau gesehen. Okay. Nein. So. Ich schon direkt bei diesem Schrei sehe ich schon direkt den Ausschlag bei Oda City. Alle halten sich die Ohren zu. Na. Er ist Choice Scarf. Sieh mal einer an. Na, sieh aber mal einer an jetzt. Ja.
Ja, ja. Ich wusste es. Ja, ja. Was ist das? Ja, da muss ich ein bisschen schmunzeln, muss ich da. Da musst du dringend los, ne? Da musst du dringend los. Ja, das ist okay für mich. Nee! Nee! Ja, Schwonkel-Onkel. Ja, der schwule Onkel, Schwonkel. Das ist, deswegen hast du es, finde ich geil. Nee, kann ich aber, ich möchte jetzt eigentlich gegen dich verlieren sogar tatsächlich, weil das finde ich richtig geil sogar. Ja, kann das Teil nicht irgendwie seine, das kann mir gar nichts. Das kann mir gar nichts, sagte. Hallo, es ist, komm, jetzt mal unter uns beiden, ja? Unter uns beiden. Das ist ein scheiß Tauros, okay? Es, ja. So, natürlich kann es mir nichts. Tut mir leid, Mann. Es tut mir so leid. Guck mal. Als ob du jetzt die Tarnsteine hier legst. Ja, die ein bisschen spät, aber besser zu spät als nie. Rückkehr, Schmückkehr, sag ich. Rückkehr, mal. Guck mal, Choice Band, oder was? Ja! Guck mal! Okay. Und jetzt? Jetzt ist die Frage. Ja, gut. Turbo Trier. Nehmen wir mit. Ja, ist aber okay. Das ist okay. Das ist doch Choice Band. Guck mal, ich sehe das, ich höre das aus deinem Schmunzeln in deinem Gesicht, höre ich das. Aus dem Schmunzeln in meiner Fräse. Hallo, bitte nicht solche Kraft aus. Ja, wobei, Videos, ich muss sagen, es ist alles vollkommen fein. Hättest du keinen Reflektor draußen, muss ich sagen, RIP. Hallo, tu mal nicht so, als wäre das jetzt hier nur Grund, weil ich Reflektor hätte. Doch, ja, eigentlich schon, Alter. Wo ist eigentlich mein Spekulatius, mein Versprochener, Alter? Du hast gesagt, du holst dir gleich deinen eigenen. Ja, Entschuldigung. Verwechseln. Guck mal, wie viel Schaden das macht. Das ist ja schon fast frech. Das ist offensives dann damals. Das sage ich dir doch jetzt. Ah, dieser Beulhelm. Ach. Ist geil, ne? Schon sexy, ist ne? Ist schon schmagotastisch, Alter. Ja, ich sag mal so. Fair. Ja, nee, komm, hör auf. Ja, genau, finde ich gut. Ja? Nee, findest du wirklich gut? Weil jetzt kannst du nämlich deinen Pinsel rauswerfen und so kriegst du ein bisschen Beulenham-Damage plus Stealth-Rock-Damage. Nimm mich mit. Volltreffer, guck mal, der hat richtig gemeldet. Alter, der Crit hat nur Glück habe ich. Gemeldet. Reflektor hört auf zu wirken. Ach, guck mal. Ja, jetzt hast du gewonnen. So. Ja. Schauen wir mal. Jetzt hast du gewonnen. Na super. Ja. Ja. Man muss auch mal eine Niederlage hinnehmen. Ja, da hast du absolut recht. Weil tatsächlich hast du jetzt gewonnen sogar. Ja, mal gucken. Ich glaube, weißt du was? Ich glaube sogar tatsächlich. Ja? Wenn ich das jetzt hier mache. Ja. Also natürlich killst du mich erstmal, ja, kennt man ja, fühlt sich wieder ganz besonders jetzt. Ich fühle mich schon gut, tatsächlich. Tatsächlich. Aber deine komische... Ja, Hochmut und so ist... Hochmut, Schmochmut, sag ich immer. Ja, weil guck mal, was jetzt kommt. Guck mal, das Teil, frisst alles weg, was du einsetzen kannst. Ja, traurigerweise stimmt das halt, ne? So, mach dir... Das sollte ich vielleicht jetzt nicht tun. Sag ich dir natürlich jetzt auch ganz laut, was ich vorhatte. Ja, sag's mal bitte laut. Ach komm schon! Und deutlich! Laut und deutlich! Oh nee! Och nee! Ach komm! Och nee, weißt du, das ist wirklich scheiße? Och nee! Doch, der ist gut! Der ist gut! Nee, gar nicht! Bruder, da muss ich aber los! Oh, du hast. Oh, Überreste, okay? Das ist aber unfair. Ja, ein bisschen ungerecht, unfair gibt es gar nicht. Doch. So, pass mal auf, was ich jetzt mache. Da bin ich gespannt, wie du drauf reagieren möchtest. Okay. Ist eine Ansage. Warte mal, ich beiße gerade voll in die Zähne. Ist eine Ansage. Ist siehst eine Ansage. Du den Player? Oh! Hast du Angst um deinen Pinsier, wa? Ist ein bisschen. Oh, Alter, der Turbo, der killt ja schon fast! Was ist denn da los? Willkommen bei Kadavras Verteidigung, ne? Okay. Ist aber an sich kein großes Problem, sag ich mal. Ist es wirklich nicht, glaube ich. Nee, ist echt nicht. Aber sehe ich dein Play? Verstehe ich auch. Finde ich gut. Ah, Junge! So. Nee! Komm, das willst du doch gar nicht! Nase weiß nicht! Oh, du bist halt Assault West auf dem Teil! Weißt du nicht, klick auf Spukball! Assault West, Schwalt West, sag ich immer. Yo! Ja, Zitrobeere mit, Zitrobeere, Bruder! Nix Zitrobeere! Gaufebeere! Ach, hier volle Reihe das Teil, das wollte ich gerade sagen. Ja, da, aber alles gut. Ja? Findest du das gut? Nein, du hast wahrscheinlich Knock-Off drauf. Ja, nee, ich spiel doch nicht unfair. Ich spiel doch keinen Knock-Off. Ich bitte dich. Ja, das ist gut. Nee, mach mal ruhig weiter mit Flammenwurf. Ja? Finde ich okay. Findest du gut? No.
Boah! Was? Hä? Specs? Ja, Specs, Gaubenbeere. Man kennt. Ja, also vom Damage, weißt du es. Ach komm. Ja, das Ding hat einen guten Spezialangriff. Das ist echt nicht bad. Ja, das ist mir. Ja, das Teil ist ja auch eigentlich ein ziemlich cooles Pokémon. So ist ja nicht, aber. Ja, ist doch alles. Ja. Komm, werf es doch in den. Nein! Ja, endlich! Außerhalb der MDL! Treff! Nein! Meine Gegner, keine Angriffe. Ey. Jetzt kannst du nochmal treffen, du hast nochmal die Chance. Kannst du nicht Zielscheibe spielen, Alter? Was ist denn los? Ja, genau, ich spiel Zielscheibe. Pass auf, guck mal. Okay. Mach es. Du triffst jetzt. Glaub mir, vertrau mir. Okay. Ich spür's! Let's. Oh. Oh, es ist dreckig. Das Geile daran ist, ey, ich beschwere mich die ganze Zeit in der MDL darüber, dass meine Gegner alles treffen. Jetzt spiele ich einmal so gegen dich, einfach mal for fun. Aber was heißt for fun? Natürlich. Hä, es geht hier um Ruhm und Ehre. Es geht um Ruhm und Ehre. Also, du triffst direkt zweimal nicht. So. Ja, jetzt mach deinen Nahkampf, Scheiß, und dann good game auf jeden. Let's go! Scheiß, ja. Alter Schwede. Aber man muss sagen, was man will. LOL! Dann habe ich gar nicht gerechnet. Hätte ich jetzt Knockoff eingesetzt, hätte ich dich, glaube ich, sogar KO'n können, weil Geowulf killt, glaube ich, gar nicht. Nee, Geowulf killt lange nicht, Alter. Nee. Brauchst du noch drei für? Drei? Mindestens, was? Alter. Wo wohnst du denn? Das kann ich jetzt leider so nicht verraten. Machen wir nach der Aufnahme. Am Nordpol, ho. Ja, ist natürlich doof gelaufen, muss man sagen an der Stelle. Hast du aber gut gespielt, da muss man ja sagen. Küsschen aus Nüsschen. Du verlierst gegen Block, ja, den Satz höre ich des Öfteren, du verlierst gegen den und den, alles gut, kenne ich schon. Kennt man. 2-0. Ja, meine Güte. Ja, aber guck mal, hättest du deine Reflektor-Lichtschild nicht gehabt, wäre es halt locker 6-0 geworden. Ja, aber das Gute ist, ich habe mich ja darauf vorbereitet, ne? Und deswegen kam es halt nicht dazu. Das ist ja, und das mit dem schwächeren Team. Das ist nicht dein schwächeres Team gewesen. Doch! Halt dein Maul! Ihr müsst nämlich zur Clarification für die Zuschauer. Der Blocky meinte nämlich, mir vorher sagen zu müssen vor diesem Kampf. Du, ich hab, weißt du, der von ganz oben herab mal wieder, so wie man ihn halt kennt, weißt du, spricht er da auf mich so von wegen, ja, weißt du was, ich hab mich vorbereitet mit einem schwachen und mit einem starken Team. Gegen was möchtest du denn kämpfen? Ich so, ja, such dir das einfach mal aus. Aber natürlich habe ich ihm gesagt, mit dem starken Team, weil, ne, ich bin halt eben kein schlechter Spieler, das weiß man ja. Da will ich natürlich gegen die Stärksten nur spielen, hab ich ihm direkt gesagt. Er meinte aber so, komm, lass dich überraschen. Jetzt meint er da zwar sein schwaches Team. Also, wer es glaubt, also, ne, der wird selig. Ja, ganz ehrlich, glauben kannst in der Kirche. Ich sag dir, das war ein starkes Team. Erzähl mir keinen Scheiß. So, jeder, der das nicht glaubt, Alter, der kann mich gerne mal auf Showdown herausfordern. Dem zeige ich mein starkes Team, Alter. Wollte sagen, Leute, jeder, der es nicht glaubt, schreibt ihn einfach mal kurz an, fordert ihn heraus auf Showdown und dann zeigt er euch da die beiden Teams und so. Da zeige ich euch erstmal die Cojones, sag ich mal. Ja, die habe ich ja schon gesehen von dir. Ja, stimmt. Weißt du, also die brauche ich normal, das habe ich ja schon. Dein Haudegen da. Meine Damen und Herren, ja, meine liebsten Zuschauer, ich bedanke mich natürlich hier wieder fürs Zuschauen. Es freut mich sehr, dass ihr dabei wart. Blocky. Ja. Ja, dankeschön, dass du vor allem dabei warst. Dankeschön, dass du hier teilnimmst an meinem Adventskalender. Ich hoffe, du hast jetzt auch hier deinen Spaß in dem Kampf gehabt. Natürlich. Und möchte ich natürlich auch noch loswerden an der Stelle. Ich wünsche allen Zuschauern auf deinem Kanal eine wunderschöne Weihnachtszeit. Ist die gemütlichste Zeit im Jahr, also genießt sie auf jeden Fall. Ja, ist auch eine Kuschelzeit, ne? Das bedeutet also, wenn ihr mit Blocky kuscheln wollt oder so, müsst ihr erstmal mir vorbei und dann könnt ihr auch vielleicht da irgendwie was ausmachen mit ihm. Ja, gar kein Problem. Ja, kostet halt. Weiß ich hab ja auch bezahlt. Ja. Kein Problem. Alles gut, kriegen wir hin, das Finanzielle. Naja, auf jeden Fall, dasselbe kann ich natürlich auch sagen für die Leute, die vielleicht, ich sag's wahrscheinlich sowieso in jedem Video, was hier kommt im Adventskalender, wünsche ich euch natürlich auch eine schöne Weihnachtszeit, beziehungsweise eine wunderschöne Dezemberzeit ja nun erstmal. Und ihr könnt euch dann schon mal freuen auf das morgige Video, auf das Video, was jetzt die Tage kommt. Ihr wisst ja, jeden Tag ein Special-Video. Freut euch drauf. Ich würde einfach sagen, habt einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Haut da rein. Schaut auf jeden Fall bei Blocky vorbei. Scheiße, ich werde es wahrscheinlich sowieso... Jetzt habe ich es schon wieder vergessen. Nee, aber ich werde es wahrscheinlich sowieso einblenden. Müsste auch nicht machen, weil lohnt sich nicht. Ja, doch, lohnt sich auf jeden Fall. Schaut da auf jeden Fall vorbei beim guten Herrn. Auf jeden Fall, haut da rein. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Jedes Mal, weißt du, wenn man die Antwort macht, mit egal wem, weißt du, weiß er nie, wann soll ich jetzt Tschüss sagen, ja.